So, und dann nochmal offiziell seid gegrüßt, wenn ich jetzt mehr genommen habe, zu denken, zu einem neuen Let's Play-Projekt auf meinem Kanal, zu einem neuen Live-Let's Play, zu Let's Play Little Miss Fortune, Zwergen First LP unten zu sehen von Kill Monday Games 2019 erschienen. Wir spielen es jetzt auf dem PC und ja, wir legen los und starten ein neues Spiel, würde ich sagen, oder? Was hält uns da noch auf? Let's go! Ein neues Spiel. Wir spielen Little Miss Fortune. Welcome to my game. Oh. Ja, willkommen. I'll be your host and humble narrator. Hallo Spieler. The rules of this game are simple. Play until the end and you'll be rewarded. Verstanden. Alles klar, Boss. Alles klar, Boss. Okay, ich denke, alles funktioniert. Ich bin zu hören. Musik ist auch zu hören. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Huh? Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Was? Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Bewegen mit WASD oder mit den Pfeiltasten. Wir nutzen natürlich WASD. Interagieren mit E oder der Leertaste. Gut, dann offiziell nochmal willkommen zu Little Miss Fortune. Da sind wir schon im Spiel. Und schauen uns alles nochmal an. So sieht's aus. Das Spiel ist übrigens auf Steam USK ab 18. Also ja, es sieht momentan noch ziemlich süß aus, aber das sieht noch süß und unschuldig aus, aber das wird noch später ziemlich brutal und ziemlich heftig. Also
einmal eine Warnung ausgesprochen, das Ding, das ist das Spiel, es könnte später noch einigermaßen brutaler werden. I like to move my body. It's the music that goes on forever. Dance to the music. Dance to the music. Ja gut. Oder so. Dance to the music forever. Ja, wie ihr hört, die Stimmen und die Synchronisation und das Spiel ist auf Englisch. Und die Untertitel sind, der Text ist alles auf Deutsch. Benjamin. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Gut, ja, wir haben das Spiel schon mal gespielt. Also wir haben was. Wir werden da schon mal eine Demo-Version von. So, schließen wir mal irgendwie. Look, I drew this. It's the fox I see outside my window. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh. I... Mit X. Natürlich mit X. Haben schon freigeschaltet Musik forever. Sehr schön. Wenn wir was erkundet haben. So, hier Look, einmal. I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Aha. Interessant. Hier haben wir Glitzer. My glitter. Glitzer aufgehoben. Wir haben Glitzer im Winter. Glitzer werfen mit F. Schön. Kleiner Schrank. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Aha, Monster im Schrank. Man kennt's. Was sonst? Wir könnten jetzt rausgehen, aber nein, wir schauen uns noch ein bisschen um. Wir hier noch ein bisschen gucken. Gibt's eventuell noch was zu entdecken? Hier können wir. Das weiß ich noch aus dem letzten Test, das wir gemacht haben, vor nicht allzu langer Zeit. Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Okay, Mutter und Vater streiten sich oft. This is Babsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. Sam lebt so in ihrem eigenen Reich und versteckt sich auch ganz gerne unterm Bett. Da hat's dann so ein bisschen Schutz vor. This is my diary. Streit. Nobody's allowed to read it. Want to see? Das Tagebuch. Mal ganz schnell, das haben wir schon letztes Test gesehen, können wir hier, ich werde es jetzt nicht mehr alles vorlesen. Wir werden das nun ganz schnell mal überblättern. Da haben wir schon im letzten Test schon reingeguckt. I'm so cute. Did you draw all this? Uh-huh. Wer es sich durchlesen will, der kann jetzt hier an dieser Stelle anhalten und sich das durchlesen. Wir haben es also. Ich habe es schon alles im letzten Test vorgelesen, das ist jetzt. Ja, das ist dann halt jetzt, man muss halt. Das lasse ich einfach mal aus an dieser Stelle. Benjamin. Ugh, that fox. Yes. Ist auch nicht so bedeutend, dass man es lesen müsste. Oh, yikes forever. Ist die ganze Geschichte mit dem. Hier schreibt sie, dass Papa sie angelogen hat und so weiter. Das ist die ganz tragische Geschichte, dass die Familie sie ein bisschen vernachlässigt und sie sich oft streiten und so weiter. Es geht ja schlecht und so. Und sie träumt halt von ihrem Fuchs, von dem, mit dem sie halt Abenteuer erleben kann.
und spielt auch mit ihren Pokémon, bekämpft Monster in ihrer Fantasiewelt. Das ist halt hier, ja, die Geschichte. The gift of love. That's what it is. Die Vorgeschichte. Da sehen wir Bilder, die das beschreiben. Papi hat Mami geschlagen und so. Eine traurige Kindheitsgeschichte, die hier erzählt wird. I don't like it when Daddy hits Mommy. That's Hiro, my Japanese friend. He's a ghost. Ja, sie hat als Kind von schlechten Eltern, hat sie halt so ein paar imaginäre Freunde, mit denen sich auch Glitter. I love my glitter. Imaginäre Abenteuer erlebt und so. I made a real nice drawing there, you see? Yes, very nice. I did a coloring too. Impressive. I peed in the lake. It was really warm. Uh-huh. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Sehr schön. Gut. I love my coloring Malbuch. Book. Was machst du mit dem Malbuch? Oh, jetzt haben wir ja schon unsere erste Entscheidung, die wir treffen müssen im Spiel. Daraus besteht das Spiel, dass man sich zwischen Entscheidungen entscheidet, zwischen zwei Wegen entscheidet und dass die Entscheidung, die man trifft, das beeinflusst dann das Ende. Es gibt dann, glaube ich, zwei Endings, auf die man raus kann. Ein schlechtes Ende und ein gutes Ende, denke ich mir. Und das ist dann halt, muss man halt gucken, was hier passiert und wie man sich entscheidet. Was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit oder lass es hier für Babsi. Ich würde es einfach mal mitnehmen. Warum nicht? I'm gonna take it with me if I get bored, okay? Wir nehmen es mit. Okay, wir nehmen das Malbuch mit. Wir können dann auch irgendwann, wenn wir was durchgespielt haben. Das Spiel ist, ich habe gehört, das Spiel soll relativ kurz sein. Also wir werden das in ein, zwei, drei, vier Streams, wenn wir das, also in wenigen Streams, wenn wir es durchkriegen und dann können wir auch noch gerne, können auch nochmal ein Evil Run machen. Also jetzt nochmal alles anders machen, wie wir es beim ersten Mal gemacht haben und dann nochmal zum Beispiel das Malbuch liegen lassen und dies und das und jenes. Wir können nochmal einen Run machen, wo wir die Entscheidungen gegensätzlich treffen. Damit wir nochmal das alternative Ending haben. Hier ein bisschen Zauberpulver. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... Einhorn oder Stein. Den Stein mit Gesicht mitnehmen und das Einhorn mitnehmen. Ich nehme das Einhorn erstmal mit beim ersten Run. I choose my soft and beautiful unicorn. Perfect. You can never go wrong with a magical unicorn. I know, right? Sehr hübsch. Ah, and so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shadam! Happiness to everything! Hey, happiness to everything. On the other side of the screen. Remember I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us, alright? Sie hat's doch schon gehört. Oh, der Benjamin vom Fenster. Okay, jetzt können wir auch wieder reingehen. Was auch immer das bringt. Hier waren wir schon fertig. Jetzt gehen wir mal raus. So, hier haben wir ein Gemälde. Porträt. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Sowas von 2019.
Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did Mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Oh wei. Shift halten und bewegen zum Rennen. Mhm. Oh, please don't fall, don't fall. Oh nein. Damn, ja. It's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Okay, wir haben eine Vase kaputt gemacht. Mommy said she married Daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Das klingt traurig. Das ist sehr traurig. Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. Oh, das tut ihm schon irgendwie leid. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was so sad. Oh man, was dir hier erzählt, diese, was sind hier traurige Geschichten.